Problem ist, ich bräuchte hier eigentlich wieder ein Lager. Langsam. Okay, nach oben war noch ein Weg. Shit. Shit. Da ist ein Gegner. Danke, Auto-Aim. Noch ein Gegner. Das sind zwei Gegner. Oh mein Gott, mit dir möchte ich mich nicht anlegen. Okay. Was ist das hier? Oh Gott. Ich geh mal. Es wird schon aufgehen. Oh, Kacke. Nee. 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 Wir probieren mal ganz kurz das hier. Ich möchte mal gucken, was das macht. Okay, macht einfach nur Licht, cool. Lass mich mal hier reingehen. Den Schacht kennen wir doch. Ein riesiges Loch im Boden. Ich kann in der Tiefe Wasser hören. Sieht aus, als gäbe es keinen anderen Weg. Nein, warte mal. Lass mich jetzt mal umgucken. Du sagst, es gibt keinen anderen Weg. Lass mich jetzt mal umgucken. Spring, spring nicht! Mhm. Ah, kein Platz für Reparaturspray. Kann ich das ganz kurz ablegen? Nur zerstören? Kann ich nur zerstören? Ah, ist ja kacke. Cool, ich habe noch zwei Schuss. Und sonst ganz viel Müll im Inventar. Geil. Ja, es gibt offensichtlich keinen anderen Weg. Dann hinab. Hinab ins Loch. Ich wette, ich habe ganz viel verpasst. Das ist die...
Das ist die Insel auf dem Bild. Das ist die Insel auf dem Bild. Entlang der Küste brechen die Wolken Wellen. Die Zwillingssonnen sinken. Die Schatten wachsen. Die Nacht, wo dunkle Sterne aufgehen und seltsame Monde durch den Himmel kreisen, aber noch seltsamer. Lied. Ungesungen, wie Tränen ungeweint, trocknen und sterben sollen. Ist das ein Gedicht von irgendwem? Da leuchtet was. Es ruft mich in ein Meer aus Fleisch. Wir werden eins werden, aber ich kann nie zurück, um wieder ich zu sein. Es ist grad außer Reichweite. Das ist schon wieder das Buch vom Gelben König. Ich finde diesen Wechsel richtig gut. Oh Gott, was? Habe ich nur eine gewisse Zeit? Habe ich gerade 5 Minuten da verbraucht? Hätte man da mehr finden können? Hätte man da mehr finden können? Oh no! Ich neige zum Bummeln. Ja, ich wusste nicht, dass ich nur eine gewisse Zeit habe. Oh no, und was ist das für ein schrecklicher Ort? Hier möchte ich nicht sein. Wie kann man nur so gut aussehen und trotzdem so bescheuert sein? Hä? War ich ein Pin? Entriegelt von der anderen Seite. Ja, ich habe keinen Platz für Reparaturkram. Verrostete Chirurgie-Instrumente, sie nützen ja nichts. Das sagst du! Leblose Replikateurkörper liegen auf den Bahren. Opfergaben. Und in der Dunkelheit, den Toten soll gegeben werden, ein Licht und gesegneter Duft, sodass es einen Weg finden möge aus diesem verfluchten Ort heraus. Okay! Eine kleine Schale mit Sand zum Platzieren von Gaben steht vor dem Ahnenschrein. Okay! Ich neige dazu, mir Dinge vollständig anzugucken. Ich versuche, mir ein Bild von allem zu machen. Warnungen. Dieser Ort hier, nichts von Wert ist hier, was ist wahr geworden.
gefährlich und abstoßend. Nachricht ist eine Warnung vor. Die Gefahr ist noch hier. Zeit wie sie war, ist für den Körper und Form der Gefahr ist, die Gefahr wird diesen Ort störst. Gemieden und unbewohnt belassen, wenn im Inneren getötet ist, öffnet sich hier ein Pfad. Endlich ein Safe-Punkt. Oh Gott. Scheiß Flair hier. Richtig viel Pistolenmunition. Ich glaube, ich habe da oben wirklich noch was verpasst. Ich kann mir vorstellen, dass was bringt, vielleicht den Roboter zu erschießen, den wir dort gesehen haben. Kann ich mir auch vorstellen. Fliehe. Okay. Ort diesen von... Fliehe von diesem Ort. Ich finde, das sieht sehr nach einem... nach etwas aus, was ein Code ist. So, davon haben wir ein Foto gemacht. Auf Discord ist auch Nachricht in Form von Bild. Okay. Okay. Dann gucken wir mal. Dieses Schloss ist defekt. Was war mit diesem Schloss hier oben? Ja, geh doch da. Ja, guck mal, das meine ich. Die geht nicht durch, die steht an der. Can we please not? Gruselbild. Stollen, ja oder... Ja, ja, natürlich. Ein riesiges Loch klafft im pulsierenden Fleisch. Hineinspringen. Nein, natürlich nicht. Das Augen? Nitro-Express-Munition? What? Aber was war das? Waren das Augen? Unter der Glasglocke steht ein seltsames Gerät. Es ist an das Mikrofon angeschlossen. Ein altmodisches Mikrofon ist an das Gerät angeschlossen. Ich muss einen Ton abspielen. Ich habe keinen Platz für Reparaturspray. Du Scheiße. Kein Platz, um E-Ring zu tragen. Okay, weißt du was? Kann ich den benutzen? Nein. Kann ich den mit dir kombinieren? Nein. Ah.
halt noch drei. Nee. Wo war der Weg zu dem... Wo war das mit der... Wo war denn das jetzt, dass ich den... Ich hatte doch irgendwo eine Kiste. Die war hier rechts lang, ne? Die Kiste. Ja, okay. Okay, also, ich brauche weder das, noch Munition, noch die. Wir haben jetzt richtig Platz in der Tasche. Können wir jetzt nochmal ganz kurz plündern gehen. Kein Finger frei? Sus? Holzpuppe. Ja, nimm sie doch mit. Du spielst aber auch einfach sinnlos rum. Ja, nimm mit. 100 Jahre Dialog hier, bis was passiert. Eine große, hohle Holzpuppe, die man öffnen kann. Sie hat eine sechseckige Basis. Sie ist leer. Sechseckige Basis, sagen sie. Sechseckige Basis wie hier? Nein. Du spielst aber auch sinnlos, rum. Ja, wirklich! Also, dass die ewig an irgendwelchen Sachen, an die Dialogen hängen bleibt, ohne dass sie was tun kann, und die Gegner aber weiterlaufen können, das finde ich halt manchmal ein bisschen sehr unschön. Sagen. Also die es ist, das durch Türen gehen ist manchmal sehr unpräzise. Also generell das Interagieren mit der Welt ist manchmal ein bisschen unpräzise. Ob ich die Holzpuppe vielleicht mit dem Eternity kombinieren kann? Oh, das ist auch ein Sechseck. Hexagon. Nein. Gut. Warum? Warum, Wolfi? Gibt's Probleme? Salzkaramellstollen ist schon ganz nice. Der Raum hier ist übrigens Klassenzimmer. Und ich habe auch etwas Vanillesüber im Kaffee. Nom nom nom. Nom nom nom. Ehering. Reparaturspray. Ein goldener Ehering. Der Satz, bis dass der Tod uns scheidet, ist auf der Innenseite graviert. Warum kann ich den nicht benutzen? Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!